Hallo Reptilienfreunde, bevor dieses Video losgeht, wollen wir uns kurz bei fast nun schon 180 Abonnenten und den fast 5000 Leuten bedanken, die unsere Videos geschaut haben. Dafür tausend Dank. Und wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt und auch gespannt seid, wie dieser Bau weitergeht, lasst einfach ein Abo da, vielleicht auch ein Like und somit verpasst ihr keinen dieser spannenden Folgen. Dafür erstmal danke und nun viel Spaß bei der Verlosung. Hallo Reptilienfreunde und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf unserem Kanal. Ich bin Sven, hier unten ist Woody und da ist mein Sohnemann Evan. Hallo. Ich verstecke mich hinter der Kamera, ihr werdet es gleich sehen. Ich habe eine ganz ordentliche Allergie bekommen, da sehen die Augen nicht so schön aus, deswegen verstecke ich mich erstmal hier. Ja, heute geht es um das angekündigte 100 Abonnenten-Special und die Auslosung dieser selbstgebastelten ersten Visitenkarte von uns, gebaut von meinem Sohnemann. Ja, lasst uns einfach beginnen. Schauen wir mal, wer gewinnt. Gut, schauen wir mal. Wir hatten ja gesagt, jeder kann mitmachen. Aber er muss natürlich auch unter dem passenden Video auch schreiben, dass er diese Karte haben will. Es haben eine ganze Menge Leute diese Videos kommentiert. Dabei waren zum Beispiel Cold-Blooded Monsters, die kommen aus den USA. Grüße geht dahin, dem Thomas auch Grüße. Aber all die Leute haben nicht geschrieben, dass sie die Karten wollen. Es haben sage und schreibe auch nur 4 Leute geschrieben, dass sie diese einzigartige Karte, Vorder- und Rückseite, haben wollen. Und zwar, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, einmal der David Rousseau, der Mike Brown. Dann, jetzt wird es kompliziert, Auro... Rauminai, ich weiß es nicht, wie es ausgesprochen wird, auf jeden Fall der oder diejenige will es auch unbedingt haben. Und G.A. Geckos and Inverts aus England, die 4 haben gesagt, sie wollen unbedingt diese Karte haben. Und damit ich es fair mache, so hatten wir es gesagt in 2 Videos, werden wir die gleich in einen Hut packen und mein Sohn wird den Gewinner ziehen. Okay, let's go. Gut. Okay, and the winner is, und der Gewinner ist, schauen wir mal, andersrum halten den Zettel, gucken wir mal und nochmal umdrehen. Jawohl, der Gewinner ist G.A. Geckos and Inverts from US, from England. The winner is G.J.A. Geckos and Inverts from England. Congratulations! Herzlichen Glückwunsch dazu! Dein Gewinn ist diese wunderschöne Karte. Herzlichen Glückwunsch! Ja, jetzt musst du mir irgendwie, also you have to send me your mail address, contact me on Facebook and send me your address and we will send it to you. But we have another surprise. Okay, guckt euch um meine Augen an. Oha. Ja, der Gewinner ist G.A. Geckos and Inverts. The winner is G.J. Geckos and Inverts from UK. Congratulations. But I know you guys are awesome. You support our channel. Ihr seid einfach spitze. Und da hat sich mein Sohn nicht lumpen lassen. My son did another gift cards, 3 of them. Mein Sohn hat nochmal 3 weitere gebaut, damit jeder von euch
die hier daran teilgenommen haben, eine Karte bekommt. Schreibt mir eure Adresse, entweder im Video oder auf Facebook. My son built 3 more gift cards. The total winner is GGA, no problem, but you guys are so awesome. My son built another 3 of these cards. So that anyone, everybody is a winner. Send me your address, write it down on the video, or maybe check me out on Facebook. It's Sven Gerke. I will put a link in the description. Contact me and we will send it to you. Wie gesagt, schreibt mir eure Adressen, kontaktiert uns auf Facebook, der Link ist unten. Gebt mir eure Adressen und wir schicken das zu euch. Dankeschön. Tschüss. Ja, und als Abschluss will ich natürlich auch noch mal ganz kurz zeigen, was ich hier gemacht habe. Kleiner Überblick, schaut kurz hoch. So sieht das jetzt mit der ganzen Steuerung aus. Alles schön sauber. Hier wird, wie gesagt, die Temperatur getestet. Ich schaue hier, was erreiche ich hier mit einem Fernthermometer auf den Platten. 36, 37 Grad auf einer schönen Steinplatte. Dieser Spot wird so bleiben. Ja, da oben die Mischlichtstrahler, die werden ausgetauscht. Wir werden hier diese HDI-Lampen verbauen. Ja, jetzt ist mein ganzes Epoxidharz und Material dann komplett gekommen. Ich werde jetzt die Tage anfangen, das auch zu beschichten. Aber das nächste Video wird auch wieder eine ganz große Überraschung. Es geht natürlich hauptsächlich um den Einbau der Beregnungsanlage. Aber in diesem Ding kommt wieder ein richtiger Kracher. Ich sage es nur mal kurz vorweg. Ein nächster riesiger Sponsor möchte den Weg mit uns bestreiten. Das wird wieder der Hammer. Es wird auch wieder was zu verlosen geben. Ich bin wieder super geplättet. Aber das alles seht ihr dann im nächsten Video. Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten. Tschüss!